So, herzlich willkommen zu Folge 2 von I Am Red. Ich finde das Spiel so lustig. Wir machen mal folgendes. Ich will mal, genau, die zwei. Den zwei hält man uns fest. Und... Komm! Gut, dann... Geh kaputt! Da! Und dann machen wir es... Mann! Machen wir es mal so. Genau, und dann... Ich will die Butter haben! Hartnäckig! So, ein bisschen... Nein. Genau, ein bisschen... Weiter. Nein, stopp! Ja, nee, weiß ich nicht. Warte. Warum die alte Scherblatt-Taktik? Alter, das ist hartnäckig, das Ding diesmal. Zack. Und... Was wäre denn jetzt, wenn die Butter unten landen würde? Komm und... Ich komm nicht dran. Das gibt's nicht. Komm schon. Ich bin zwar ein Brot, aber ich habe eigentlich Kraft. Ja, und... Butter. Gott. Also wenn das jeden Morgen beim Aufstehen so ein Tamtam wäre, sich so auf diese Weise einen Toast machen zu müssen. Dann musste ja 5 Stunden früher... Auf Skateboard. Los! Was spielst du denn da? I am Brett, Herr Doreen Tex. Ganz einfach. Nein! Nein! Nee, komm, da hoch. Ja. Nee. Ja. Moment. Muss ich mal kurz wo anmelden. Vielleicht kann ich ihn ja mit in die Aufnahme nehmen. Ah, Mann. Die neueste Version ist mir jetzt egal. Ich will jetzt... Willst du mich verarschen? Nein! So. Nigga. Komm, Skype. Schnell. Komm schon. Normalerweise dürft ihr das eigentlich nicht sehen. Na komm. Entschuldigung, wenn es jetzt gerade ein bisschen dauert, aber ich will ihn gerade mal so in die Aufnahme nehmen. Hallo? Wo bleibt der Affe? Komm schon. Schnarch. Na komm, Digga. Weißt du, er sitzt am Rechner und braucht nur noch öffnen. Hallo.
Ah, oh, Mann. Ist jetzt einfach mal so da. Es ist jetzt nicht geplant gewesen. Aber ich find's gerade so geil. Will ihn einfach nur rein mit in die Aufnahme nehmen. Der brauche ich ewig. Das gibt's nicht. Ich finde die Musik so geil. Aber lustiges Spielkonzept von I Am Bread, das habe ich so noch nicht gesehen. Da ist er! Komm! So. Hörst du mich? Digga, ich höre dich nicht. Habe ich Skype leise? Nee. Nö. Jetzt höre ich dich, ja. Aber nur ganz leise. Ich mache mal das Spiel leiser. Moment. So. Herzlich willkommen in meiner Aufnahme. Ja, man hört dich gar nicht. Ich mache das Spiel mal fast leise. Ja, du fragst, was spiele ich hier? Einfach nur ein geiles Spiel. Oh, nein. Du spielst ein... Naja, das gibt's doch nicht. Ein Toastbrot? Du spielst ein Toastbrot? Und du musst dich toasten. Jetzt höre ich dich gut, super. Okay, das heißt, ich muss in den Toaster springen und... Ja, da gehört noch ein bisschen dazu. Du musst dich noch belegen mit Butter und Marmelade. Musst dich dann anschließend in den Toaster werfen. Was ein Scheiß. Das ist so geil, das Spiel, Alter. Das musst du dir... Das musst du dir dringend gönnen. Nein! Ich gönne mir jetzt erstmal wieder eine Runde den Pool, würde ich sagen. Ja, dazu komme ich heute leider nicht mehr. So, komm da hoch. Fühlt sich wie Spider-Man mit dem Ding, ey. Weil du kannst nämlich an Wänden... Nein! An Wänden hochgehen. Ja. Indem du dich festklebst. Ja. Aha. Das... Ja, Marmelade ist ja auch klebrig. Ja, ja. Ja, auch ohne. Du kannst dich halt auch ohne die Hilfsmittel... festkleben. Nein! Wo wechselt man sein Radio in der Crew? Nein! Weißt du, ich bin so ein harter Straßengangster und höre klassische Musik. Echt jetzt? Ja, es läuft gerade klassische Musik. Boah, was bist du für einer? Ich wollte es doch gar nicht. Willst du ein staubiges Toast? Ich krieche hier gerade auf dem Boden rum. Wenn du mir einen Nutella machen könntest? Habe ich noch nicht gefunden. Ich bin... Oh Gott, das will... Nutella drücken können. Bitte was? Ja, wolltest du nicht schon immer mal Nutella drücken? Bin ich noch nicht so auf die Idee gekommen, nee. Nö. So, dahinter haben wir einen Katz. Ich habe keine Ahnung, wie zu dem Toaster... Nein! Komm. Da haben wir Ameisen. Da ist irgendwie Schmutz. Ja, geht doch nur über den Kühlschrank. Schawurbel. Ach, ich liebe dieses Spiel. Es macht so Spaß. Es ist geil. Ey, die 8 Euro kannst du echt investieren. Das lohnt sich. 8 Euro für ein Toastbrot. Ja. So. Okay, der Grip lässt nochmal nach. Ich gehe wieder runter. So, jetzt habe ich da, wo ich will. So, wir klammern uns da fest und da hoch. Und dann hängen wir schon wieder. Und dann gehen wir da. Und jetzt wie Spider-Man. Krabbeln wir hier hoch. Ich will's endlich in diesen verfickten Toaster schaffen. Es ist so schwer, an den Toaster zu kommen. Oh ja. Nein! Ameisen! Hey Mann, ich bin nicht Erster. Da. Da lang. Und dann hier. Und den lassen wir los. Und dann so. Und so und so und so. Nein! Das sind akrobatische Meisterleistung, Alter.
Ah, es ist ein Traum. So, left, right, left, right. Ich muss doch da mal hochkommen. Das kann doch nicht so schwer sein. Geh weg, Polizei. Läuft bei dir? Ich bin Zweiter und ich muss Erster werden. Und der Erste ist 200. Nein! Warum klebt diese Scheißbutter nicht? Ich glaube, ich muss mich erst einbuttern und dann die Marmelade und dann den Toaster. Ja, also Marmelade klebt auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Eigentlich schon. Was macht denn? Das gibt's nicht. Versuche schon seit 2 Folgen in den scheiß Toaster zu kommen. Gibt's da verschiedene Level oder wie? Oder? Ja, momentan bin ich Level 1 Küche. Level 1? Ja. Ich sag dir, wenn das Level 1 ist, dann will ich nicht wissen, was die anderen Level noch alle sind. Ja, da musst du halt ein bisschen was für können, ne? Oh ja. Und vor allen Dingen die Tastenkombi, das ist so creepy. Oh. Hey, was? Warum ist so ein 5 Tonnen schwerer Pickup schneller als ich? Normal. Nein! Ah, oh, man kommt da nicht hoch. Okay. So, normal. Und jetzt. Ja, das wird wieder nichts. Ah, noch 600%. Scheiße, ich probier's halt nochmal. Oh, ich bin auf den Boden gefallen. Und rutsche auf den Boden rum. Und über den Dreck. Ey, ich schaff das zum Toaster. Nein! Komm! Ja! Nein! Oh, 4%. Also wie viele Stunden denkst du brauchst du so für das erste Level? Kann ein bisschen noch dauern. Nein! Und ich bin tot. Das kann ein bisschen dauern mit dem Level. So. Also erneut. Butter. Mach den Deckel da ab. Ich liebe es. Finde ich gerade echt besser als Far Cry. Ah ja, gut. Man muss halt auch mal Prioritäten setzen, ne? Ja, natürlich. So, mit A festklammern und... nee, falsche, die da. Und jetzt... Und... Ah, zerbrochen. So, jetzt buttern. Oh, geil. Nein. Okay, ich bin Zweiter. So. Jetzt schön einbuttern. Vorhin hatte ich auch Müsli an mir dran. Mm. Was? Müsli auf dem Toast? Ja, kennst du nicht? Machen die Amerikaner gern. Hm, ist nicht so meins, du. Nee. Kann man mal empfehlen. So, jetzt sind wir auf dem Butter. Jetzt, oh geil. Schöne, weiche Butter. Mit dem Spiel kannst du so viel Scheiße bauen, Alter. Du begehst Marmelade. So, das Glas ist auch hin, jetzt auf die Marmelade drauf. Ey, du glaubst nicht, die Crew ist echt verdammt schwer. Wieso? Die Rennen sind so abgefuckt schwer. Oh, fuck, Wand. Oh, okay, ich kann's nochmal machen. Hast du schon irgendwie im Verkaufsraum irgendwie ein Gallardo oder so gefunden? Nee, ne? Ja, ich bin noch beim ersten Straßenhändler, da gibt's noch. Ach so. Ich weiß nicht, da war ich. So, jetzt sind wir in der Marmelade. Das sieht aus wie Regelblutung, Alter. Scheiße. Aber schön, es macht Spaß. Das muss ein Spiel einfach. So, jetzt haben wir uns so an der Marmelade begangen. Wir sind jetzt total rot. Hört sich im Nachhinein echt ekelhaft an, aber es ist so, meine Damen und Herren. Jawohl, das sieht doch aus wie ein richtiges Marmeladenbrot hier. Ja, und jetzt nur noch ein Toaster, gell? Ja, jetzt muss ich nur noch in den Toaster rein. Da unten haben wir ein Skateboard. Geht man nicht eigentlich eine Frage, Toaster? Huh. Man nicht eigentlich zuerst sein Toaster? Ja, aber ich sag mal, es ist dann definitiv schwerer. So, dahin rollen. Es ist dann definitiv schwerer, weil, ich sag mal, mit der Marmelade klebst du auch so an der Wand. Das heißt, du kannst, während du hochkletterst, dich aufladen. Praktisch. Ja, wie aufladen? Diesen sogenannten, Grip. So, Vorsicht. So, links. Zack. Und ich sag mal, diese 3-Sekunden-Regel hier, die wurde nicht unbedingt eingehalten.
Es ist keine 3 Sekunden, es ist ein bisschen länger. Ja, macht auch nichts. So, jetzt ist nur die Frage, soll ich es wieder über den scheiß Kühlschrank versuchen? Ich habe sonst keine Ahnung, wie ich sonst dahin komme. Hey, dieses Auto, dieser, weil du musst ja in jedem Rennen Erster werden. Ja. Und der Erste, der ist so verdammt schnell, das gibt's gar nicht. Musst du abkürzen. Ja, ich bin in der Innenstadt, wo soll ich denn abkürzen? Enge Kurven fahren. Ja, mach ich doch. So, mit unseren Zuckungen zucken wir mal dahin. So. 4 Sekunden, wie soll ich das denn aufholen? Du bist doch Formel 1 Fahrer. Richtig, ich habe aber gerade kein Formel 1 Auto. Was dann? Nissan Micra oder wie? Ja, Dodge Challenger ist, ich habe übrigens ja schon 2 PS mehr, 472. Ne, mach Sachen. Ja, das wirkt sich schon ganz schön aus in der Geschwindigkeit. Du bist ja voll ein harter Kerl, ey. Das könnte etwas dauern, die, also... Das Spiel macht süchtig, ey, ich könnte es den ganzen Abend spielen. Verstehe ich nicht. Ich habe auch erst gedacht, ich habe es auf YouTube gesehen, habe mir gedacht, hä, was ist denn das für ein Scheiß? Dann habe ich es auf Steam gesehen, habe ich gesagt, ach komm, scheiß drauf, das investierst du mal. Oh. Investierst du mal. Mhm. Und da habe ich jetzt mal gedacht, ach komm, kannst du mal so als Zwischen-LP nehmen und ja, da ist es schon. Ja, weißt du, 400 Spielstunden geht. Ja, locker. Ja, vor allem bei dem Spiel. Ja, Mann. Nein, ich muss auf die andere Seite. Nein! Ah, nur die Marmeladenseite klebt. Die andere Seite mit der Butter nicht. Ja, Butter klebt auch nicht so gut wie Marmelade. Ja, da hast du recht. So, komm, ein bisschen darüber zucken. So, und jetzt... Zack. Und jetzt mal... Nein, das war ja eine Wand. Okay, den Sieg verschenkt. Klappt nicht. Ja, ich hatte schon ein Rennen, das habe ich... Eineinhalb Stunden, glaube ich, gebraucht. Oh. Das war mit einem Porsche, also einem Rough. Original Porsche ist leider wieder nicht dabei, gell? Weiß ich, also habe ich noch nicht gesehen. Denke ich aber nicht. Naja, und es ging durch die Berge. Mit ungefähr 300 Sachen, ey, wie oft ich da gescheitert bin. Och, du Scheiße. Und der Innenstadt, dieser Verkehr. Aber immerhin ist jetzt ordentlich Verkehr da. Ja, das nervt sich manchmal aber auch ganz schön. Glaube ich. So, komm. So, kleben, kleben, kleben. So, ich muss mich wieder gerade bekommen, dann komme ich da besser hoch. Nicht an die Wand, nicht an die Wand. Ja, komm, komm. Ja, nein, zu viel. Komm, schnell wieder auf die andere Seite. So, die klebt immerhin. So, und hopp, und... Ah, schön an der Tapete. Also, das esse ich definitiv nicht mehr. Warum denn nicht? Ja, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie Fingernägel dran und... keine Ahnung. Das ist so ein Scheiß, Alter. Wer programmiert sowas? Aber umso öfter du die Rennen machst, umso besser kennst du die Strecken. Immerhin. Oh, du kleiner... blöder Gegner. Oh, Nitro. Okay, kleben. Na, na, na? Ja, komm. Ja, fast. Puh. So, da und dann hier und dann so. Das ist wie Domino. So, ein bisschen kleben bleiben. Hier ist die rechte Taste wieder und... Nein! Oh, wie viel Nitro hat er denn? Hä? The fuck? Ah, jetzt. Und... Hopp! Oh, Gottes Willen, ey. Was ein Kampf. Ich bin jetzt oben auf dem Kühlschrank. Und wo steht der Toaster? Am anderen Ende des Raumes. Hä? Entweder der hat 800 PS mehr oder er hat 10 Liter Nitro. Ich glaube, die 10 Liter Nitro sind realistischer. Ja, keine Ahnung.
Ja, genau. Schön an der Tapete. Nein. Das wäre jetzt noch so geil, wenn die Tapete sich färben würde. Ich hab mich gedreht. Jetzt darf ich nochmal anfangen. Das ist auch scheiße. Wenn man sich einmal dreht in The Crew, dann ist das Rennen gelaufen. So, ich klebe an der Tapete. Und rutsche. So. So und so und so und so. Ich hoffe, man hört meinen Controller nicht. Doch. Doch? Also ich jedenfalls. Ja gut, dann wird man es in der Aufnahme auch hören. Oh Gottes Willen, ey, was ein Kampf. Aber ich bin dem Toaster so nah wie noch nie. Wir schaffen's. Was? Hoffentlich. Nervenkitzel. Hä? Was ein Nervenkitzel. Ja. Das ist der Hit auf jedem Kindergeburtstag. So. Springen? Oh, Wand, nicht nochmal gehen. Oh, schon okay, wieder. Da ist ein Tisch, also runterfallen können wir nicht. Dann mache ich mal einen auf so und dann so und so. Alles festklammern. Jawohl. So. Left loslassen und so. Und. So. Die anderen haben viel bessere Autos. Sind ja. Das ist immer so. So, Grip aufladen und bitte nicht rutschen, bitte nicht rutschen, bitte nicht rutschen. Allem festklammern. Super. Nein. Na komm. Na, hopp. Oh, Gegenverkehr. Jetzt komme ich durcheinander. Nee. Komm, schnell. Alter. So. Also wenn man echt jeden Morgen so sein Frühstückstoast macht, musst du 3 Stunden früher aufstehen. Du brauchst gar nicht ins Bett gehen, würde ich sagen. Ja, da kannst du gleich sagen, ich gehe mir schon meinen Toast machen. Für morgen für die Arbeit. So. 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 So, jetzt müssen wir noch irgendwie langsam den Schrank darunter und dann bin ich schon am Toaster. Alter, was ein Kampf. Aber es sieht gut aus nach 22 Minuten. Und 22 Minuten schon vorher. Seit 10 Minuten versuche ich schon das Toast zu machen. In dem Level. So, so. Wo ist der Toaster? Können wir da langsam runter? Da unten ist das Katzenklo, da will ich nicht unbedingt reinfallen. Ich weiß nicht, so Katzensteuer auf dem Toast sind doch sehr... Ja, nee. Ja, der andere hat einfach eine ultimative Beschleunigung, das gibt's ja gar nicht. Der cheatet. Hab ich echt das Gefühl. Soll ich komm nicht auch mit Nitro dagegen an. So, haben wir da irgendwo auf der Ablage Ameisen? Gut, nicht. Was klebt da? Ich habe echt das Gefühl, das sind Fingernägel. So, ich rutsche und rutsche. Oh, was macht der denn? Vorsicht, Vorsicht. Das Spiel ist auch schon wieder gescriptet. Ja, ich bin auf dem Toaster. Ich bin auf dem Toaster. Der muss nur noch reinkommen, gell? Ja, ich bin drin, das gibt's nicht. 50%, 60, 70, 80, 90, 100. Nein. Uah, schnell raus. Nein, ich verbrenne. Fuck. Nein. Ich war im Toaster. Ich bin verbrannt. Dumm. Das ist so ein Scheiß. Den anderen denn bekommen? Next day. Gut, wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge. Und I am Brad. Scheißspiel. Das ist...